Guten Tag, da sind wir wieder bei Let's Play Together Thaumon und gucken wir mal, wo wir uns rausgeschmissen wurden. Okay, wir sollen danach. Why not? Dann fliegen wir. Nach Sephronia. Haben wir volle Leben und so? Ja. Sieht auf jeden Fall so aus, was auf jeden Fall sehr gut ist. Aber, ja, ich gucke jetzt erstmal fix hier in die Dingenskirchen rein. Da haben wir was Interessantes hier. Wo war Bockermanne? Irgendwas Interessantes gefangen? Ach, da haben wir einen Genji. Dachte ich mir schon. Genji neu gefangen. Eigentlich nur ein Genji neu. Ja, langweilig. Yorihime, das ist von mir noch. Nee. Ja, ran. Ja. Ran an den Speck. Der war schlecht, aber egal. Ja, nee. Ich habe gesehen, wir sollen noch. Ich habe gesehen, wir sollen. Wir haben noch immer nicht diesen verdammten Orden gemacht. Ich glaube, ich werde das jetzt mal so machen. Ich werde hier ein bisschen leveln. So ein ganz kleines bisschen nur. Indem ich hier sämtliche Trainer erstmal kaputt schlage. Ja. Ich frage mich wirklich, wie das funktioniert, dass Sascha dann ohne Scheiß, ohne just for the lulz, erstmal das Silphscope-Gebäude fertig macht und dann nichts mehr macht. Seriously? How the fuck do you do that? Ah, not very effective. Keine ist der Stahle. Und so. Habe ich hier irgendwas für Stahle? Ja, habe ich. Flandre. Ich werde es aber. Und das ist jetzt mal wirklich so. Das ist jetzt. Was ich sagen wollte. Das ist jetzt Fakt. Ich werde jetzt hier. Am Ende der Folge. Also ich werde jetzt hier weitestgehend onscreen noch ein bisschen grinden. Werde dann aber. Am Ende der Folge ordentlich eine Grind-Session einlegen. Also, ich werde eine ganze Menge erstmal grinden, beziehungsweise hoffen, dass ich da irgendwie was zurechtkriege. Ich frage mich wirklich in einer Psycho-Arena, warum zum Teufel muss der anfangen mit Stahl? Ich frage es mich wirklich. Vor allem, keine sieht ja nicht mal aus wie Stahl. Eine wie keine. Ach Gott. Ey, mal ehrlich, wer hat diesen schlechten Witz jetzt nicht kommen sehen? Und weiter geht's. Nee, ich möchte auf jeden Fall Shinki leveln. Ich werde wahrscheinlich bis Level 40 oder so ein bisschen rumleveln. Ja, das ist die meisten bis Level 40 hochpushen. Das kann ein bisschen dauern. Ich werde es hassen. Eigentlich nur ein bisschen. Ach, man, schon wieder keine. Sag mal, ey. Was, habt ihr kein Hobby? Echt, habt ihr kein Hobby? Ich fühle mich langsam gelangweilt. So, überhaupt kein Hobby. Grrr. Mann, 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 Mann. Wisst ihr, wie ekelhaft das ist, wenn einem der Fuß einschläft? Wisst ihr, wie ekelhaft das ist? Mir schläft gerade der Fuß ein. Ah! Scheißen, Dreck. So. Noch eine keine, aber dieses Mal machen wir es smart. Ich will nämlich noch meinen Ex-Yugi haben. Oh, das dürfte sogar mit diesem Kampf passieren. Au. Brick, brick! Selbst wenn es ein neutraler Schaden ist, ist mir scheißegal. Oh, ein Reisen. Ich weiß. Aber das tut man nicht alles für ein Level ab. Für ein kleines Level, sie zu knechten. Und was weiß ich was. So, Level 42er Yugi. Ein Hoch. Und noch ein Reisen. Die wollen mich doch veräppeln hier, oder?
wollen mich doch hier wirklich gerade veräppeln. Reisen, ey. Warum reisen? Reisen ist so... Ich mag Reisen nicht. Sekunde. Hä? Stand da nicht gerade keine? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt, es ist frühe Morgen, also lasst mich in Ruhe. Ja, die Uhr ist halb 10, wo ich das hier aufnehme, also von daher... Man hört es mir wahrscheinlich an, ich habe noch keinen Kaffee gehabt, also... Ja. Und ja, ich sage Kaffee und nicht Kaffee. Ja. Yugi is evolving. Yay. Bro. Na komm. Huryuken. Yugi wurde zu Ex-Yugi. Nidoking. Ich liebe Nidoking. Ja, also ich bin ehrlich, mein persönliches Lieblings-Pokémon aus Generation 1 war tatsächlich Nidoking. Ich habe einfach den Typ gemocht. Und er konnte Earthquake, Blizzard, alles Donner. Also im Endeffekt das alles, was man damals als Kind gut fand, konnte das Ding. Was ich sehr gut fand. Ach, ich liebe sie. Nidoking. Nidoking. Und so. So, ich habe jetzt keine Ahnung, warum das Ding hier nichts macht, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall sehr lustig ist. Ich gewinne! Und so. Ne, also wie gesagt, ich werde dann offscreen eine recht große Grind-Einlage einlegen. Werd so gut wie alles eigentlich entwickeln. Also von daher. Ja. Aber erstmal hier in aller Ruhe. Erstmal hier in. Ach, Exakuya haben wir schon? Wir hatten das gemacht. Da sieht man mal, wie selten ich. Da sieht man mal, wie selten ich dieses Ding nehme. Nämlich gar nicht. Ja, ah, not effective. Very effective! P-Square is awesome. Ich mag es. Ich mag Sakuya nicht. Also der Movepool ist ja wohl der allerletzte Dreck. Muss man so sagen, wie es ist. Und die Stats sind auch nicht wirklich berauschend. Ja... Jan, ich rege mich über Sakuya auf, weil Sakuya scheiße ist. Vor allen Dingen dieses Typing Eisstahl ist so widerlich. Und das nächste Mal, bitteschön. Dankeschön. Okay, hier kommen wir schon raus. Hier kamen wir schon raus, muss man so sagen. Aber hier noch nicht. Ich habe einen Frosch im Hals. Na gut. C-Lyrica. Damit dürfte Chinky eigentlich gut klarkommen. Bubu. Lunasa. Und weiter geht's. Ach komm. Mit einem Leben überlebst du, alles Ding, du. Merlin! Wie gesagt, sah halt so aus in der Vorentwicklung, als wenn Merlin einen Besen hätte, aber dabei ist es eine Trompete. Das hört sich blöd an, ist aber so. Ein Shadow Ball. A critical hit. Warum zum Teufel muss das Scheißding kritten? Gerade jetzt. Wer braucht Erfahrung? Aya braucht Erfahrung. Ah ja, ah ja, ah ja, 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 ah ja. Lunasa, ja, Lunasa haben wir schon gesehen, kaputt und so. Ah ja, ah ja, 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 ah ja.
So. Ja, ja, I lost after all. Ich weiß. So, wie ging das? So ging das. Ich habe ja noch 5 Minuten. 5 Minuten haben wir noch Zeit. 5 Minuten haben wir noch Zeit. Also kann ich ja noch was Schönes zeigen. Und zwar will ich jetzt erstmal hier runter. Ich will nämlich wieder... Ich will euch nämlich mal meinen kleinen Grindspot zeigen. Und dann kommt die große Kunst des Zusammenschneidens. Beziehungsweise nicht Zusammenschneidens. Weil wir haben ja hier noch was zu erledigen. Ah, wie es... Bei mir ist jetzt gerade schon... bei mir bricht jetzt gerade so der Frühling rein. Ich habe jetzt gerade wieder... Fenster auf und oh, wie das so schön riecht. Oh. Ne, ich bin jemand, der die Gerüche morgens echt liebt. Ja, so. Hier werde ich grinden, gehe ich nämlich mit. Want to play with my Tohu? Ja, natürlich. Und zwar werde ich das so machen, dass ich, wie drücke ich das jetzt am dümmsten aus? Ich werde jetzt offscreen erstmal die Trainer hier alle durchlaufen. Ja, taunt mich, ja. Wie gesagt, ich werde jetzt offscreen alle Trainer hier durchlaufen, ohne große Probleme. Da noch ein bisschen Erfahrung mitnehmen für wichtige Pokémon, Shinki, Aya etc. pp. Es gibt welche, die werde ich dann direkt auf 42, 43 trainieren. Ja, ich habe Langeweile. Und es gibt auch welche, die werde ich dann wahrscheinlich... Sakko, ja. Die werde ich dann wahrscheinlich auf 40 lassen. Mal wieder so ein bisschen... ja, mal wieder so ein bisschen Einheit in den... ja, wieder so ein bisschen Einheit in das Team bringen. Weil es ist schon arge unausgeglichen gerade. Versteht ihr, was ich meine? Stenspor. Na komm. Synchro! I win, you fail. Fuck. Yes! Fuck. Yes! Ist das ein Witz jetzt? So, pick the Yasmin. Nee, also ich werde das jetzt so, wirklich so machen. Ich werde jetzt, ich werde jetzt mal eine kleine ich werde jetzt mal gucken. Ich meine, ich kann alle umgehen. Also ich werde jetzt hier... ich werde euch jetzt verlassen bei Sabrina. Und dann werdet ihr, wie ich euch bereits gesagt habe, offscreen eine ganze Menge durchgrinden. Einkaufen, blauen Keks. Damit die, damit Sascha dann genug Zeit hat, irgendwie Sabrina dann endlich mal kaputt zu hauen. Nachdem er es dann das erste Mal nicht geschafft hat, weil er zu war. So, ich habe noch 2 Minuten Zeit. 2,5 Minuten. Von daher ist alles wunderbar. Trick hier in der Arena ist einfach unten lang zu gehen. Da, 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 da. Ja, wie gesagt, ich werde auch die Offscreen noch mitmachen. Weil, ist so. So. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge bei mir bei Let's Play Together Pokémon. Ich werde wahrscheinlich dann, wenn ich mir so deren Spielefortschritt angucke, entweder in den Seeschirmhöhlen sein oder in der Villa. In diesem Sinne, bis dann.